Die amerikanische Raumfähre Columbia ist heute erstmals mit 4 Astronauten an Bord zu ihrem 5. Flug ins All gestartet. Pünktlich um 13.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit hob das Raumschiff von seiner Startrampe in Cape Canaveral ab. Während der 5-tägigen Reise werden sich 2 der Astronauten mehrere Stunden lang außerhalb des Space Shuttle aufhalten. Dabei wollen sie unter anderem 2 Satelliten auf eine Umlaufbahn bringen, die Fernsehprogramme nach Nordamerika übertragen sollen. Bereits nach 2 Minuten und 10 Sekunden Flugzeit waren die beiden Zusatztanks leer und wurden abgeworfen. Am kommenden Montag soll Columbia zur Erde zurückkehren.